Für mich ist Big Data wie Klettern. Macht riesigen Spaß, manchmal natürlich sehr anstrengend, aber wenn man oben ist, hat man neue Erkenntnisse. Pro Tag werden mehr als 500 Terabyte neue Daten, 300 Millionen neue Fotos und 2,5 Milliarden neue Inhalte nur in Facebook gespeichert. Über 900 Millionen Geräte mit GPS wurden allein 2013 ausgeliefert und produzieren fortlaufend Daten. Ein bekannter bayerischer Autohersteller erhält pro Tag 30 GB Daten aus den Fahrzeugen seiner Marke. Diese Menge an Daten, das gehört mit zu Big Data. Big Data ist natürlich derzeit ein Hype-Begriff. Mit jedem Kunden, mit dem er spricht, der hat Big Data auf seiner Agenda, gar keine Frage. Aber es ist, man muss schon ein bisschen differenzieren. Big Data ist natürlich weit mehr als wie nur Ansammlung von Datenvoluminas und Auswertung von Datenvoluminas, sondern man kann schon ein bisschen assoziieren mit der Kletterei oder mit dem Bergsteigen. Es bedarf einer gewissen Vision. Es gibt unterschiedliche Alternativen. Es ist ein innovativer Prozess. Es ist ein strategischer Prozess. Und das umfasst natürlich dann zwangsläufig so die ganze Bandbreite von auch Geschäftsprozessen und vor allen Dingen kundennahe Geschäftsprozesse. Wir sehen ja schon ein bisschen so das Phänomen derzeit, dass Big Data ja weniger in, ich sag mal, der angestammten IT-Welt diskutiert wird. Die müssen es irgendwo am Ende des Tages umsetzen, sondern eigentlich in den Bereichen, wo sehr, sehr stark die Kundenschnittstelle bedient werden muss. Und wenn Sie heute mit dem Marketingbereich reden, dann will der die Lösung jetzt real-time sofort. Und nicht integriert vielleicht in einen Backoffice-Prozess. Und vielleicht sind wir da ein bisschen Deutsche, man sagt ja immer so ein bisschen flapsig, jeder Deutsche ist ein Ingenieur, ne? Wir haben das in unserer DNA, uns gefällt es auch, möglichst komplexe Prozesse auch zu steuern, umzusetzen. Und ich glaube, hier bedarf es einfach auch ein bisschen Spontanität und durchaus vielleicht eine 80% Lösung zu erzielen und nicht eine 100% Lösung zu erzielen. Und man muss vor allen Dingen die Flexibilität auch wirklich umsetzen, die von den Fachbereichen auch gefordert werden. Die haben nicht viel Zeit, die Märkte verändern sich radikal und diese Flexibilität, wie gesagt, ist gefordert. Und Big Data ist natürlich im Mittelpunkt dieser Überlegung. Für eine 2014 veröffentlichte Studie wurden Anwender befragt, welche Gründe sie davon abhalten, Big Data in ihrem Unternehmen einzusetzen. Fehlendes technisches und fachliches Know-how sowie fehlende überzeugende Einsatzszenarien waren die am häufigsten genannten Gründe. Die Essenz der Antworten ist klar. Big Data-Konzepte werden nicht genug vorangetrieben, weil es an den richtigen Fähigkeiten mangelt. Bei der Big Data Strategie, denke ich, muss man ein bisschen out of the box denken, sich lösen von den konventionellen Prozessen, die man halt über viele, viele Jahre in den Unternehmen etabliert hat. Natürlich hat jedes Unternehmen ein CRM-System, natürlich hat jedes Unternehmen Business Analytics. Aber ich glaube, da passt so ein bisschen auch die Analogie zum Automobilbereich. Ich denke, man muss über eine hybride IT-Strategie nachdenken. Bleiben wir bei der Automobilindustrie. Wenn Sie mal sehen, was dieses Jahr auf diesem großen Event in Detroit diskutiert worden ist, dann war es eben nicht wieder der neue Zwölfzylinder, sondern dann ging es eigentlich um wirklich Connected Car-Themen. Es ging um zusätzliche Services. Es ging darum, eine ganz andere Kundenbindung eigentlich umzusetzen, Services zu entwickeln, die wir im täglichen Leben in unserer Kommunikation natürlich nutzen über Smartphones. Und der Kunde, der zukünftige Kunde, möchte hier keine Brüche mehr haben. Ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel, um aufzuzeigen, wie Mobilitätskonzepte sich weiterhin entwickeln. Das Ganze passiert natürlich nicht nur in der Automobilindustrie, sondern das passiert natürlich auch mit Smart Home Applikationen, die Utility-Anbieter auch verwenden. Das Ganze sehen wir auch im Financial Services-Bereich, wo wirklich gezielte kundenspezifische Anfrage zwingend notwendig ist. Und dazu sind Big Data-Applikationen, um diese Analyse überhaupt zu fahren, zwingend notwendig. Und daraus ergeben sich dann neue Services, die dann auch in entsprechend neuen Geschäftsprozessen abgebildet werden müssen. Berater der Boston Consulting Group haben festgestellt, dass 80% der aktuellen Big Data Business Modelle aus der informationsintensiven Branche der Finanz- und Telekommunikationsdienstleister kommen. Aber, so die Experten,
Wir sehen ein großes Potenzial, dass die Geschäfte mit Daten auch in die traditionellen Branchen sickern. Ich sehe eigentlich Big Data-Anwendungen in jeder Industrie. Die Frage ist natürlich, wie schnell und wie aggressiv werden sie umgesetzt. Wenn Sie so sehen, was im Retail-Bereich alles in den USA passiert, dann ist das natürlich hoch innovativ auf der einen Seite und mit einer hohen Transparenz versehen. Also wenn da die Damen zum Shoppen gehen und ein tolles Paar Schuhe kaufen, dann sehen Sie natürlich sofort, weil die Daten hinterlegt sind, auch auf Ihrem Smartphone, wo können Sie denn die passende Handtasche dazu kaufen. Das ist heute Realität, also die Realtime-Analysen dahinter, diesen Einkaufsprozess auch so zu analysieren, dass ein Add-on-Geschäft sich daraus ableitet, ist heute in den USA Realität. Ist bei uns natürlich ein sensitives Thema, weil da geht es um Transparenz der Daten, auch die Einwilligung, diese Daten auch wirklich offen zu legen. Und dann sind wir natürlich in diesem durchaus emotional diskutierten Thema Data Security. Also wie weit wir diese Geschäftsprozesse eigentlich in den jeweiligen Industrien etablieren, hängt am Ende des Tages natürlich von der Nachfrage ab. Wie ist die Akzeptanz der jeweiligen User dahinter und welche Rahmenbedingungen geben wir uns selbst als Gesellschaft? Schnelligkeit ist eine Maxime, für die die neuen Big Data Konzepte stehen. Den Unternehmen ist es wichtig, alle verfügbaren und sinnvollen Daten in der kürzesten Zeit zu verarbeiten und auszuwerten. Brauchten früher komplexe Verarbeitungen noch zahlreiche Stunden oder Tage? So sollen heute die entscheidungsrelevanten Informationen beinahe auf Knopfdruck verfügbar sein. In-Memory wird sehr häufig jetzt auch im direkten Zusammenhang mit Big Data verwendet. Ob das immer seine Daseinsberechtigung so hat, ist ein anderes Thema. In-Memory ist eine hochinteressante Technologie. Oracle setzt das seit vielen, vielen Jahren ein. Wir haben Unternehmen vor 8 Jahren akquiriert als Marktführer von In-Memory. Das heißt, es ist Teil unseres Geschäftsmodells. Wir sagen nur, In-Memory sollte optional verwendet werden, natürlich offensichtlich für Themen wie jetzt Business Intelligence, Applikationen, aber nicht unbedingt für jede Art von transaktionalen Business. Wichtig ist dabei, dass Sie natürlich eine Infrastrukturbasis haben, die heute hochperformant ist. Oracle hat das mit den Engineered Systems. Auf diesen Engineered Systems können wir eben unterschiedliche Applikationen aufsetzen, einmal eben sehr, sehr stark transaktional getrieben, aber eben auch das Thema Analytics. Und in dem Analytics-Teil setzen wir dann diese In-Memory-Funktionalität sehr, sehr gezielt ein.